Die Operation Griechenland Rettung, die zweite, scheint auf ein sicheres Gleis gesetzt. Athens Finanzminister Venizelos strotzte vor Zuversicht, als er das Brüsseler Ratsgebäude betrat. We are here, ready to conclude today this long process on the new Greek program. Wir sind hier, weil wir bereit sind, heute den langen Prozess hin zum neuen griechischen Programm abzuschließen. Und in der Tat hat Venizelos das im Verhandlungsgepäck, was die Europartner beim letzten Treffen von ihm gefordert hatten. Eine zusätzliche Sparliste über 125 Millionen Euro und auf die schriftliche Verpflichtung der Führer der beiden großen Regierungsparteien, dass das Anpassungsprogramm auch nach dem für April vorgesehenen Entschuldigung. Damit nun nichts mehr anbrennen kann, ist auch der griechische Regierungschef Papadimos zum Euro-Gruppentreffen angereist. Und so erklärte auch der Chef der Finanzministerrunde, Jean-Claude Juncker, das Treffen schon. Hallo. Hallo. Ich bin Albert. Stefan. Entschuldigen Sie, dass ich 15 Minuten zu früh bin. Ich weiß, dass ich sehr pünktlich bin. Aber draußen regnet es und es ist ziemlich kalt. Sie sind zu zweit? Ja, wir sind zu zweit. Martha ist schon unterwegs. Die wollte 5:05 da sein. Sie sind ein Paar. Ja. Kaffee? Nee. Ich trinke kein Koffein und auch keinen Alkohol und ich rauche auch nicht. Darf ich das Zimmer sehen? Das ist es. Verstehe, Sie vermieten das Wohnzimmer. Sind das dann 200 Euro warm oder kalt? Warm. Es steht in der Anzeige. Ja. Ist ja ganz okay. Also, bisschen aufräumen und lüften. Und dann ist die Bude wieder ganz viel neu. Entschuldigung. Ja, dann erzähl ich mal ein bisschen was von mir. Also, ich bin Albert, habe ich ja schon gesagt. Ich studiere Vivi und BWL in Frankfurt. Das ist auch meine Heimat. Ich bin quasi mit den Frankfurter Würstchen aufgewachsen. Ja, und jetzt mache ich ein Praktikum bei der AXA hier. Ja. Kennen Sie die AXA? Die Kölner nicht. Ja, ansonsten, außer der Arbeit, gehe ich gerne in die BWL-Bib. Und ich mag keine Rockmusik. Die Operation Griechenland-Rettung, die zweite, scheint auf ein sicheres Gleis gesetzt. Athens Finanzminister Venizelos strotzte vor Zuversicht, als er das Brüsseler Ratsgebäude betrat. Wir sind hier, weil wir bereit sind, heute den langen Prozess hin zum neuen griechischen Programm abzuschließen. Und in der Tat hat Venizelos das im Verhandlungsgepäck, was die Europartner beim letzten Treffen von ihm gefordert hatten. Eine zusätzliche Sparliste über 325 Millionen Euro und auf die schriftliche Verpflichtung der Führer der beiden großen Regierungsparteien, dass sie das Anpassungsprogramm auch nach dem für April vorgesehenen Wahlen einhalten wollen. Damit es nichts mehr anbrennen kann, ist auch der griechische Regierungschef Papadimos zum Euro-Programm angereist. Und so erklärt der Chef der Finanzministerrunde, Jean-Claude Juncker, das Treffen schon verabschiedet. Ich müsste davon ausgehen können, dass für heute zu einem Abschluss kommen. Die griechische Seite hat viele Vorleistungen. Hallo. Ich bin Albert. Entschuldigung, dass ich 15 Minuten zu früh bin, aber ich bin sehr pünktlich und draußen regnet es und es ist auch ziemlich kalt und so. Sie sind zu zweit? Ja, wir sind zu zweit. Waren Sie schon mal hier? Nein, zum ersten Mal hatten Sie schon viele Interessenten. Nein, Sie sind der Erste. Aber Ihr Gesicht, das kommt mir bekannt vor. Waren Sie in Frankfurt? Nein. Kleinen Augenblick. Martha, wo bist du? Scheiße, der Typ ist schon da. Der Typ vom Zimmer.
Natürlich kann ich ihm das auch alles selber erklären, aber Martha... Sie sind ein Paar? Darf ich das Zimmer sehen? Das ist es. Ach so. Sie vermieten das Wohnzimmer. Sind das dann 200 Euro warm oder kalt? Ist alles in Ordnung? Nein. Ich habe schlecht geschlafen. Oder zu viel Koffein getrunken. Ach so. Ja, das kenne ich. Also ich trinke gar kein Koffein und kein Alkohol und ich rauche auch nicht. Und trotzdem kann ich manchmal nicht schlafen, vor allen Dingen, wenn ich Klausuren schreibe oder so. Ja. Ja, erzähle ich mal ein bisschen was über mich. Ich bin Albert, das habe ich ja schon gesagt. Und ich studiere Vivi und BWL. Die Operation Griechenland-Rettung, die zweite, scheint auf ein sicheres Gleis gesetzt. Athens Finanzminister Venizelos strotzte vor Zuversicht, als er das Brüsseler Ratsgebäude betrat. We are here, ready to complete today the process on the new program. Wir sind hier, weil wir bereit sind, heute den langen Prozess hin zum neuen Martha, wo bist du? Abzuschließen. Scheiße. Okay, du musst sofort herkommen. Nein, nimm den Taxi. Das Geld ist doch scheißegal. Martha, ich suche mir schon noch einen Job. Bitte! Martha, nein, wirklich, du musst einfach herkommen. Bitte! Ich bin nicht betrunken! Hallo. Ich bin Albert. Entschuldigung, dass ich 15 Minuten zu früh bin. Ich weiß, ich bin ziemlich pünktlich, aber draußen regnet es und es ist ziemlich kalt. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich bin Albert. Ich habe einen Besichtigungstermin. Ich habe mit einer Frau gesprochen, Martha. Was haben Sie mit der Zeit gemacht? Sie meinen, was ich zurzeit mache? Ja, also... Ich bin Albert, habe ich ja schon gesagt, und ich studiere Vivi und BWL. Ja, und BWL an der Goethe in Frankfurt, bla bla. Und Sie trinken keinen Alkohol, bla, und kein Koffein, bla bla, und Sie hören keine Rockmusik. Das weiß ich alles schon. Sind wir Facebook-Freunde? Finger weg! Mein Kuchen. So, und jetzt sagen Sie mir, warum sich die Zeit alle 4 Minuten wiederholt. Keine Ahnung, ich bin kein Physiker, ich bin ein ganz normaler Student. Ich habe auch nicht viel Geld, aber Sie können alles haben. Also Martha, wo bist du? Scheiße. Martha, du musst jetzt sofort herkommen. Bitte, die Zeit wiederholt sich alle 4 Minuten. Ich bin nicht betrunken! Gott. Die Operation Griechenland-Rettung, die zweite, scheint auf ein sicheres Gleis gesetzt. Athens Finanzminister Venizelos strotzte vor Zuversicht, als er das Brüsseler Ratsgebäude betrat. We are here, ready to complete today this long process in the new program. Wir sind hier, weil wir bereit sind, heute den langen Prozess. Hallo, Martha, Schätzchen, du. Ich bräuchte dich mal kurz. Kannst du mal bitte einfach kurz herkommen? Ja? Nimm dir einfach ein Taxi. Nee, ist kein Problem. Ich zahle alles. Ich habe Geld genug. Frag einfach nicht. Okay? Martha, du hast jetzt 2,5 Minuten, um hier zu sein. Bitte beeil dich einfach, okay? Danke, Schatz. Ja, bis gleich. Ciao. Hallo, sehr angenehm. Stefan Brahle. Komm doch rein. Kannst auch gerne du sagen. So, ja. Du bist 1/4 Stunde zu früh. Aber das macht nichts. Ist auch so kalt draußen, ne? Und so nass. So. Ach ja, du trinkst kein Bier. Aber vielleicht einen Kaffee für unseren zukünftigen Mitbewohner? Danke, ich trinke kein Koffein. Ach ja, richtig. Aber Kuchen? Ich habe einen Besichtigungstermin, vielleicht ein Stockwerk höher bei Frau Perez. Nein, du bist schon richtig. Du hast doch mit Martha gesprochen. Na komm, setz dich, erzähl mal was von dir. Ich studiere BWL. Und Vivi? An der Goethe in Frankfurt, oder?
Genauso siehst du aus. Ja. Ich erzähl mal was von mir. Ich bin Stefan. Bin seit einem halben Jahr auf Hartz IV. Ich habe meinen Job verloren bei der Deutschen Bank. Ja, und deswegen vermieten wir jetzt hier unser schönes Wohnzimmer. Ich wohne hier zusammen mit meiner Martha. Wir rauchen gerne, trinken gerne Alkohol. Wir hören gern Rockmusik und wir vögeln zweimal am Tag. Bei offener Tür. Gut. Also, danke, ich glaube, ich gehe dann einfach mal und melde mich dann irgendwie bei Ihnen. Die griechische Regierung hätte auf dieses Konto keinen Zugriff. Das Land würde damit einen Teil seiner Haushaltssouveränität verlieren. Dennoch ist sich Wolfgang Schäuble sicher, dass das Sperrkonto kommt. Wir haben ja Vorschläge der Kommission, wie ein solches Verrechnungskonto geführt werden kann.